Ich bin Dominik Oso. Wir haben genau vor einem Jahr haben wir hier angefangen mit dem Garten. Es war vorher eine Asphaltfläche, die die Stadtgärtnerei aufgebrochen hat, Erde gebracht hat, und wir haben hier angefangen zu gärtnern. Ich bin der Bastian. Und was machst du da? Ich habe es mit Dominik zusammen initiiert. Wir waren am Anfang an diesen Sitzungen gewesen, und irgendwann haben wir gesagt, jo, wir haben keine Lust mehr zum Sitzen, bringen uns die Schaufel. Wir fangen hier an, gemeinsam einen Garten zu machen, und alle sind eingeladen, zum mitmachen und daran zu partizipieren. Und so ist das ein bisschen entstanden. Ja. Wie viele Leute sind jetzt beteiligt mittlerweile? Es ist noch schwierig zu sagen. Also wir sind so 10 Leute in der Kerngruppe. Und wir sind immer am Mittwoch und Samstagnachmittag sind wir hier und gärtnern zusammen. Und da kommen bis zu 40 Leute, immer wieder verschiedene. Also es sind sehr viele Leute, die schlussendlich hier teilhaben an diesem Garten. Und was ihr produziert, ist das alles für den Eigenbedarf oder was macht ihr mit dem? Also wir haben hier im Garten, ich schätze, etwa zwischen 200 bis 300 Arten. Wir haben in unserer Samenbank 260 verschiedene Sorten und Gemüse. Wir werden ein bisschen ausprobieren und sehr viele verschiedene Arten haben. Das meiste nehmen die mit Leute mit, die hier im Garten mitarbeiten. Und dann haben wir immer mehr. Wir haben jederzeit ein saisonales, urbanes Bio-Gemüsepaket, das man sich hier auf unserem Ständlichen holen kann, gegen einen freiwilligen Beitrag in Projektkasse. Klingt sehr vernünftig, ja. Und habe ich das richtig verstanden, Saatgut, wenn ihr selber herstellt, oder wie ist das? Teilweise tun wir auch selber Saatgut herstellen. Wir kriegen aber auch sehr viel von Pro Spezierara. Können wir beziehen. Wir sind jetzt ab diesem Jahr Sortengarten von Pro Spezierara. Wir eigentlich einfach darauf hinschaffen, alles Mögliche an Kreisläufen zu schließen. Und einer von diesen Kreisläufen ist natürlich, das eigene Saatgut nachzuziehen. Oder? Hat es auch kritische Stimmen gegeben in der Neighborhood oder sind alle froh, dass es das gibt? Die meisten sind froh, dass es das gibt. Am Anfang hat es Stimmen gegeben, ja, es stinke oder so. Das war dann auch einmal, als wir einen riesen Mulchhaufen, Grashaufen hier hatten, der dann ein bisschen anfing zu modern. Aber sonst ist eigentlich generell positiv, sind die Leute begeistert. Es ist natürlich so ein Phänomen, dass die Leute sich bei der Stadt melden, bei der offiziellen Stelle, zum Reklamieren, aber nicht zum Melden, wenn ihnen etwas gefällt. Oder? Und meines Wissens ist der aktuelle Stand, dass in diesen 11 Monaten 2 Reklamationen bei der Stadt eingegangen sind. Wir haben in unserem Gästebuch vielleicht etwa 800 Stimmen von Leuten, die sagen, sie sind begeistert. Wir wollen so einen Ort, das sind weltweite, also Leute, die von der ganzen Welt gekommen sind und das dort in das Gästebuch geschrieben haben, das spricht eigentlich für sich. Fantastisch. Ich wünsche euch viel Glück und gute Ernte.